Abseits der großen Eisenbahnmagistralen durchfährt in der Berliner Wohlheide die Parkeisenbahn das Gelände des Freizeit- und Erholungszentrums. Als am 10. Juni 1956 der damalige Verkehrsminister Erwin Kramer die Pioniereisenbahn mit dem Durchschneiden eines Bandes eröffnete, diente die unter der Deutschen Reichsbahn betriebene Strecke der Förderung des Eisenbahnernachwuchses. Sie war damals bereits die sechste Pioniereisenbahn auf dem Gebiet der DDR. Als modernste Strecke ihrer Art sollten nur Diesellokomotiven und gedeckte Wagen zum Einsatz gelangen. Seit Oktober 1987 verkehrt auch eine Dampflokomotive bei besonderen Gelegenheiten auf dem Rundkurs. Dazu aber etwas später. Der landschaftlich schöne gelegene Rundkurs bietet für Eisenbahnfreunde Gelegenheit, auch Fahrzeuge anderer Vereine zu betreiben. So soll heute die Lok Merapi, der Dampfkleinbahnmühlen Stroth, einen Personenzug durch den Park befördern. Schauen wir zunächst zu, wie die Vorbereitung der Lokomotive für den Betriebseinsatz erfolgt. Mit etwas anderen Mitteln als bei der großen Eisenbahn müssen zunächst die Betriebsstoffe ergänzt werden. Lediglich 850 Kilo Kohle fasst der kleine Tender der Lok. 1925 von Hanomag gebaut, versah diese Lok auf der Insel Java in einer Zuckerrohrplantage ihren Dienst. Nach einem gleichnamigen Vulkan der Insel benannt, erwarben 1988 ein Eisenbahnfreund die Maschine, die zunächst im RAW Meiningen einer Hauptuntersuchung unterzogen werden musste. Bei einem Kesseldruck von 13 Bar erzeugt die Dampfmaschine eine Leistung von 60 Kilowatt. Das Gewicht von 17,7 Tonnen wird auf vier Achsen verteilt. Genauso wichtig wie bei der großen Bahn ist das Abölen aller Schmierstellen. Insgesamt 10 Lokomotiven dieses Typs lieferte Hanomag nach Java. Zwei sind noch heute dort im Einsatz. Eine weitere Lok versah in den 30er Jahren in der Zuckerfabrik Kleinwandsleben bei Magdeburg ihren Dienst. Kalt im Schuppen abgestellt, muss zunächst die Lok Bielefeld umgesetzt werden. Hierzu bedienen wir uns der Diesellok 399-603 vom Typ NS4. 1957 vom Lokomotivbau Karl Marx in Babelsberg gebaut, fuhr die 68 Kilowatt starke Lok die Strecke einer Ziegelei in Ueckermünde.
Als sogenannte Heeresfeldbahnlokomotive 1942 gebaut, wurde sie fast neu in Nürnberg auf dem Reichsparteitagsgelände durch die Amerikaner zum Kriegsende beschlagnahmt. Ein Münchner Bauunternehmer erstand 1947 die Maschine. 1952, nach Jugoslawien verkauft, befindet sich die Lok seit 1981 wieder in Deutschland. Nach einer betriebsfähigen Aufarbeitung im RAW Görlitz steht sie ebenfalls für Fahrten zur Verfügung. Ein Wasserkran für das Befüllen der Behälter ist noch nicht vorhanden. Handarbeit ist hier gefragt. An dem 6,9 Kilometer langen Streckennetz befinden sich 6 Bahnhöfe und Haltepunkte. 14 beschrankte und 14 unbeschrankte Wegübergänge sind mit Läuten und Pfeifsignalen zu passieren. Fahren wir eine Runde mit der Lok Merapi.